Hallo, herzlich willkommen hier am Dienstagnachmittag bei Rocket Beans TV zur Folge 7 mittlerweile von Knallhart durchgenommen, Mittelerde, Schatten des Krieges. Ich habe mir wieder für diese Woche einen neuen Gefährten geholt, der mich ein bisschen moralisch unterstützen wird und auch mit euch da draußen im Chat kommunizieren wird an meiner Stelle und Fragen weiterleiten kann. Das ist nämlich Ilias. Ilias, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Ich kann mir endlich Schatten des Krieges angucken, das ich mir gar nicht ansehen konnte, bis auf die Vorstellung bei New Game Plus. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, deswegen bin ich umso gespannt, dass ich mich jetzt ein Stück weit zurücklegen kann und du mir hier schön was vorspielen kannst. Ja, wir haben tatsächlich, sind ungefähr, würde ich sagen, so zur Hälfte des Spiels oder schon ein bisschen weiter vielleicht sogar, also je nachdem, wie sehr man das am Ende komplettiert. Ich würde sagen, für alle Leute, weil ja seit der letzten Folge wieder ein paar Tage vergangen sind und um euer Gedächtnis aufzufrischen und um dich auch ein bisschen storytechnisch abzuholen, wir haben wieder ein schönes Recap vorbereitet, das fahren wir einmal jetzt bitte ab. Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Helm Hammerhand. Von allen Nazgul war sein Fall der tragischste. Sein Zorn ist grenzenlos. Der dunkle Herrscher fordert seinen Preis. Waldläufer von Gondor. Diese Festung ist nur eine kleine Insel, umgeben vom Meer der Dunkelheit. Und die Flut wird dich verschlingen. Okay, einmal hat er mich umgehauen. Das war sehr knapp. Eieiei. Hab's. Okay. Sehr, sehr gut. Hast du es auch wirklich? Ich hab's nicht. Ach so, okay, das ist Story. Ah, Story-based. Es geht gerade um die Verfolgung von Helm. Eltariel hat ihn verfolgt bis auf die schneebedeckten Spitzen von Sirigost. Und wir gehen jetzt hin, um ihm endgültig den Garaus zu machen. Hoffentlich. Dich zu retten wird langsam zur Routine. Auf die Sache mit dem Durchbohren könnte ich allerdings verzichten. Wo ist der Nazgul? Ganz in der Nähe. Kannst du mir folgen? Ich tue mein Bestes. Okay, einmal eine Hinrichtung probieren. Oh, er hat den Fuß verloren. Mensch. Das ist nicht so nice. Eieiei. Geil. Das ist übrigens Sauron, links und Celebrimbor. Für die Rettung eurer Tochter. Wenn du mich tötest, gibt es Krieg. Rate mal. So sei es! Boah. Du wirst dich dem Hexenkönig beugen. An unserer Seite sollst du ihn dienen. Oder... Du wirst sterben und als meine Marionette wiedererweckt, du hast die Wahl. Oh, das liebe ich ja, wenn ich gerade wiederbelebt bin und sofort wieder einen abkriege. Ihr begreift noch immer nicht, doch das werden wir bald. Alle, die den Ruf hören, dienen dem dunklen Herrscher. Oh, Kopf abreißen. Das ist immer... Müsste man vielleicht auch mal nach oben schauen, wenn man dann da hochklettert. Ja. Sonst passiert halt sowas. Eieiei. Aber gut, das hätte man vielleicht auch sich denken können, wenn man gegen so ein Feuerbeast spielt als großer Baum. Mhm. Der
Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? So, das war unser Rückblick auf Folge 6. Wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir dann diesen Strang verfolgt, auch für dich nochmal, Ilias. Man hat quasi, wenn wir einmal hier ins Spiel schauen, liebe Regie, die 6 Stränge hier links sind quasi so die Hauptstory-Stränge und das hier daneben sind alles Nebenmissionen, die optional sind. Wir haben uns dann letztes Mal diesen Kanan-Aufträgen gewidmet und im Zuge dessen haben wir mit Kanan, mit einer Verkörperung dieser Naturgewalt, gegen den Balrog gekämpft, okay. Der uns dann entkommen ist. Ich würde jetzt, da wir einmal in die Werbung gehen, für euch da draußen schon mal einen Vote starten, liebe Zuschauer. Und zwar dürft ihr abstimmen, was wir heute dann machen, ob wir uns eher diesem Kanan-Strang hier weiter widmen oder ob wir die Bruce-Aufträge machen. Also ihr erinnert euch, Bruce ist dieser eine Ork, den wir für uns konvertiert haben, der so ein bisschen so ein Comic-Relief-Charakter ist, der immer witzige Sprüche reißt. Der hat auch noch eine Menge Aufträge für uns parat. Ich würde sagen, einmal voten könnt ihr jetzt mit A für Kanan oder mit B für Bruce. Das könnt ihr jetzt über die Werbung machen und in 3 Minuten geht's dann weiter hier mit Mittelerde. Hallo, herzlich willkommen zurück hier zum Mittelerde Schatten des Krieges und völlig unzusammenhängend, nur weil ich es jetzt gerade in der Werbung gesehen habe, da kam ein Spot für unsere Merch from the Grave, Hollywood, für unsere Halloween-Kollektion an Shirts und weil mir Kollege Dennis Heinrichs eins geschenkt hat, habe ich heute eins gleich an, das ist das Motiv, was man da, glaube ich, eben mit Schwarz gesehen hat, diese Hand mit dem Controller, eigentlich ganz cool. Habe ich mir geholt, guckt euch das gerne mal an, wenn ihr möchtet, um jetzt den Sellout hier für mich persönlich komplett zu machen, ich bin da völlig schmerzfrei. Jetzt wieder weiter mit Mittelerde, wie ist denn das Voting ausgegangen? Liebe Regie. Liebe Regie. Ich kann es leider nicht lesen von hier aus, ihr müsst mir das sagen. 59% auf B. 59% auf B. Das heißt, wir widmen uns den Aufträgen um Bruce. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, weil ich dachte, alle wollen sehen, wie wir den Balrog fangen. Aber dann geht es zurück nach Nurn und der Auftrag ist die beste Verteidigung. Das heißt, ein Angriff auf unsere Festung wird vorbereitet und wir müssen sie verteidigen. Das heißt, ich teleportiere mich da einmal rüber. Sehr gut. Bruce ist ja der Charakter, der ein klein wenig salopper daherkommt, ne? Der ein bisschen entspannter ist und nicht ganz so ernst wie das restliche Spiel, ne? Genau, das ist so eher, also der plaudert so ein bisschen lustig vor sich her und macht auch so ein bisschen Scherze und ist auch von daher ein bisschen komisch, weil er so, er hat so ein Bewusstsein darüber, dass er von uns bekehrt ist, weil er sagt das am Anfang, ja, es ist ihm egal, ob er jetzt für die dunkle oder helle Seite kämpft. Und das ist eigentlich ein bisschen komisch, weil im Grunde genommen ist das System dahinter, dass du diese Leute ja quasi brainwashst, die Orks, und dann wissen sie nicht, dass sie ursprünglich mal böse waren. Das haben sie da dann ein bisschen aufgegeben. Alright. So, gucken wir einmal. Wir sind zurück in Nurn und ich dachte, wir hätten den Auftrag auch schon angenommen. Nee, jetzt haben wir ihn aktiviert. Es ist ganz oben links im Norden. Wir gucken mal, ob wir uns einmal da hoch teleportieren können. Es ist wie bei fast allen dieser Open-World-Spielen so, Elias, wenn du einmal diese Türme freigeschaltet hast, dann teleportiert man sich natürlich auch gerne. Ich kenne sie ja gerne, die Ubisoft-Türme, aber da habe ich schon Schelte von der Community bekommen. Ja, aber es ist natürlich was Ubisoft sehr stark kultiviert hat in Spielen, einfach diese Türme einzusetzen, um Sachen auf der Karte freizuschalten und sich dann teleportieren zu können. Vielleicht eins nochmal, ich habe mir seit der letzten Folge, weil Gregor das da auch mal ansprach, ein bisschen das mal zu Herzen genommen, dass ich während der Folgen, ich habe jetzt dazwischen mal ein paar Nebenaufgaben gemacht, also so, dass ihr nichts von der Story verpasst, einfach so ein paar Sachen abgearbeitet, um ein bisschen stärker zu werden, weil wir letzte Woche ja gemerkt haben, dass ich mich sehr schwer getan habe, dann zum Beispiel bei diesem Belagerungsversuch und um das einfach ein bisschen zu kompensieren, habe ich ein klein wenig Nebenquests weggemacht, aber ihr habt nichts verpasst, was die Story angeht. Einfach so ein paar Sammelaufgaben und sowas habe ich erledigt. Sehr gut. Oh, ich finde es tatsächlich ganz cool, wie windig er ist und wie dynamisch. Ja, es ist vor allen Dingen, fällt es dir echt schwer, wenn du das spielst, danach was zu spielen, wo du halt nicht von jeder Mauer einfach runterspringen kannst und so. Also nehmen wir zum Beispiel mal völlig random jetzt Assassin's Creed. Da kannst du halt nicht einfach überall runterstürzen, dann bist du halt einfach tot. Mhm. Und hier bist du halt unterwegs wie so ein, ja, weiß ich nicht, wie so ein Wirbelwind, weil du einfach auch ein Geist bist. Yes. Ich muss dazu sagen, wir haben es anfangs schon kurz erwähnt, dass ich es mir noch so gut wie gar nicht ansehen konnte. Und deswegen bitte ich um Entschuldigung, wenn ich das ein oder andere vielleicht für euch da draußen wiederhole. Aber das ist dann nur, um mich dann auf den aktuellen Stand zu bringen.
Das ist kein Problem. So, hier siehst du, das ist die Festung von Nurn, Ilias. Die haben wir schon eingenommen in einer der vorherigen Folgen. Das ist so eines der großen Ziele, dass wir alle, es gibt quasi 5, 6 verschiedene Bereiche in Mordor, so Landstriche, dass wir überall die Festungen erobern und quasi der neue Herr über Mordor werden. Und jetzt wird der Spieß hier aber umgedreht. Und ich kann sagen, auch wenn man es nicht denkt, die Verteidigung einer Festung ist schwieriger als das Einnehmen. Wir gucken mal, wie das jetzt laufen wird. Aber verändert sich dann größtenteils die Mechanik? Also ist es dann mehr so Strategie, weil es hört sich jetzt mehr nach Strategie für mich an. Nee, es ist eher so, dass du, ich erkläre es gleich, wenn die Zwischensequenz gelaufen ist. Kleine Memme. Memme? Wirklich, Bruce, das schmerzt. Es schmerzt da viel mehr. Was für Ärger. Naja, meine Rippen tun weh. Aber was ich dir sagen wollte, die Festung wird angegriffen. Der dunkle Herrscher weiß, dass du hier bist und die Tür zu meinem Fluchttunnel klemmt. Ein Test für unsere Verteidigung. Und unsere Verteidiger. Bruce, mach dich zur Abwehr bereit. Oh, das klingt nach einem Job für Oberherrn so und so. Schließlich war ich ja nicht gut genug für diesen Posten. Du wirst tun, was man dir sagt. Bruce ist beleidigt, weil wir ihn nicht zum Oberherrn über die Festung gemacht haben. Spaß. Hm? Du weißt doch, wie gern ich Köpfe abreiße. Ich werde die Festung schützen, als wäre es meine eigene. Und ich werde auch mithelfen. Ich sehe mal nach den Vorräten in der Kammer. Nicht, dass sie vergiftet wurden. Es ist quasi so, Ilias, dass du verhindern musst, dass die reinstürmenden Orks einfach dieses, gibt so bestimmte Fixpunkte in der Festung und die müssen die lange genug quasi, da müssen die lange genug mehr Leuten stehen, dann nehmen sie den ein und du kannst es aber nicht zurückerobern. Wenn die einmal diesen Punkt haben, dann haben sie ihn und jetzt muss ich mich tatsächlich schon konzentrieren drauf. Okay. Jetzt müssen wir nämlich versuchen, einfach zu verhindern, dass diese, du siehst oben links A, B, C sind die sogenannten Siegespunkte, die dürfen die Gegner nicht einnehmen. Zum Glück hier der Typ auf dem Pferd oder auf dem Karagor ist nur Level 23. Das heißt, der sollte relativ easy wegzumachen sein. Wir müssen mal gucken. Die scheinen auch nur mit einem jetzt anzugreifen. Allerdings sind sie schon durchgebrochen. Aber ich glaube, er hat relativ wenige Chancen. Also da unten stehen meine ganzen Hauptmänner hier. Ah, verstehe. Hast du denn auch ein eigenes Level? Oder? Ja, ich bin mittlerweile Level, ich glaube, etwas über um die 30 oder so. Und es geht bis Level 60. Ah, okay. Das sieht auch sehr stark wieder nach dem Batman aus. Ja, total. Aber ich will mich ja nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das habe ich, glaube ich, in Folge 3 schon mal gemacht, wo ich dachte, dass ich einen schon erledigt habe. Und dann hatte mich doch in der Folge noch zweimal getötet im fortlaufenden Spiel. Okay, aber er ist schon gebrochen. Ja, so, jetzt können wir ihn für uns bekehren, im Idealfall. Ich will dein Auserwählter sein. Ja, ist jetzt hier, glaube ich, in dem Fall egal, was wir machen. Also nur verstoßen ist Quatsch. Ich mach mal für mich weiterkämpfen. Was würde denn verstoßen bedeuten? Verstoßen heißt, glaube ich, einfach, dass du ihn doch wieder aus deiner Armee entlässt. Ach, nachdem du ihn jetzt gerade bekehrt hast? Genau. Okay, es kommen doch noch näher. Aber auch nur Level 22. Ganz wichtig ist, sage ich auch, glaube ich, in jeder Folge, immer gleich checken, ob die sich mit Pfeilen beschießen lassen. Weil das ist schon mal eine der größten Hilfen. Dann es gibt auch welche, die lassen sich davon nicht treffen. Ah, okay. Und er ist mir sehr sympathisch, weil, also die haben verschiedene Resistenzen gegen alle möglichen Arten von Angriffen, die ich machen kann. Und er lässt sich so ungefähr von allem gerade treffen. Alright. Auf die Knie! Diene dem Heldenherrscher! Ist das eigentlich immer eine 100% Chance, dass du, wenn du ihn rekrutieren möchtest, ihn auch wirklich rekrutieren kannst? Nee, es gibt welche, die haben das Talent, das nennt sich Eiserner Wille. Das heißt, sie sind mental dagegen immun und können nicht von dir rekrutiert werden. Das heißt, du kannst sie beschämen, dann verlieren sie ein paar Level. Oder du kannst einfach machen, kämpfen bis zum Tod. Dann steht er einfach auch wieder auf und du kannst ihn weiter beackern. Okay, jetzt hinten der vermeintlich kompetenteste Angreifer ist hier hinten noch unterwegs. Liebe Regie, könnten wir einmal vielleicht den Spielton hier oben auch hören, weil es ist sehr leise für uns gerade. Dankeschön. So, jetzt habe ich keine Elbengeschosse mehr. Pfeile regenerierst du einfach immer, die stecken in Wänden. Das sind auch eher so Geisterpfeile. Ach, okay.
Die müsste ich mir gleich mal ein paar neue sammeln. Aber jetzt gucken wir erstmal. Okay, Grug zum Beispiel hat eine Sprungblockade. Aber ich glaube, selbst wenn ich jetzt nicht mehr eingreife, meine Leute würden ihn wahrscheinlich auch zerlegen auf Dauer. Alle, die diese blauen Markierungen haben, sind meine Leute. Okay. Ich fand das gerade ganz interessant, denn ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, wo die Gegner des Spiels tatsächlich Angriffsmuster erkennen und dagegen vorgehen. Wenn du jetzt beispielsweise diese Sprungmechanik immer ausgenutzt hast, dass sie diese Sprungblockade quasi entwickeln. Genau, es gibt, dann erscheint eine Einblendung angepasst, wenn du, vor allen Dingen, wenn du halt versuchst, immer die gleiche Attacke zu spammen, dann werden sie dagegen immun und ändern ihre Verhaltensmuster und du musst dir was Neues überlegen. Was ist tatsächlich eigentlich ganz cool ist, weil... Das ist gut, ja. Weil ansonsten ist es halt wirklich so, du suchst dir einmal irgendwie eine Möglichkeit, wie du den treffen kannst und dann exploitest du das halt, bis es geschafft ist. Ja. Ich wollte mir eigentlich mal ein paar Pfeile holen. Komischerweise sind hier gerade keine. Okay, einer von meinen Leuten ist gefallen, den muss ich jetzt schnell wiederbeleben. Und die Zuschauer draußen, wenn ihr Fragen habt, dann sehr gerne in den Chat stellen. Ich habe das hier alles im Blick und werde das dann einfach weiter an Fabian leiten. Also keine Scheu. Also ich bin auch immer offen für Tipps vor allem, weil ich natürlich... Man wird ja einfach ein bisschen betriebsblind und ich neige dazu, auch immer ähnliche Attacken und sowas einzusetzen. Okay, ich hole mir jetzt doch mal ein paar Pfeile gerade. Okay. Das sind übrigens alles explosive Fässer, die dann da so blau leuchten. Ach, du hast dann quasi auch so eine Art Adlerauge. Genau, das nennt sich hier Geistermodus. Mhm. So, Pfeile aufgeladen. Okay, jetzt blutet wieder einer von meinen Leuten. So, okay, er ist gebrochen. Das heißt, jetzt, wenn wir jetzt kurz wieder Luft hätten für eine Sekunde, ohne angegriffen zu werden, können wir versuchen, ihn zu bekehren und das klappt auch. Was? Okay, hat bei ihm auch geklappt. Er ist eigentlich gut bei solchen, wenn eine Belagerung auf deine Festung stattfindet, ist es immer gut, die Leute nicht zu töten, sondern genau das hier zu machen. Mhm. Weil dadurch fällt ja jetzt nicht nur ein Gegner weg, sondern ich gewinne auch einen Mitstreiter für mich quasi dazu. Das ist richtig smart. So, okay, jetzt kommen nochmal drei und das ist, glaube ich, auch die letzte Welle tatsächlich dieses Angriffs. Und wie wir oben sehen können, bei links in der Ecke, alle Siegpunkte sind noch komplett in unserer Hand. Das heißt, wir haben noch gar nichts verloren. Nice. Das muss aber nichts bedeuten. Also manchmal kann sich das echt dann auch noch wenden. Okay. Weil wenn die es schaffen, einen Siegpunkt einzunehmen, dann brechen auch wieder neue Hauptmänner durch die Wände und die werden nochmal verstärkt. Und das kann echt ganz schnell kippen dann. Also insgesamt darfst du aber 2 Punkte verlieren. Bei 3 ist das Ding noch verloren. Genau, dann ist die... Dann ist es vorbei. Ich wollte dich längst töten. War nur ziemlich beschäftigt. Okay. Bei denen musste immer das... Okay, das schaffe ich jetzt nicht. Bei den größeren musst du die Angriffe immer ein bisschen anpassen. Über die kannst du in der Regel auch nicht drüber springen und sowas. Okay, Krug haben wir auch für uns gewonnen. Und lassen ihn auch für uns weiterkämpfen. Pfeile sind wieder aus, aber laut Karte, genau, da sind welche. So, dann gehen wir erstmal, der auf Level 20 ist schon zur Hälfte runtergekloppt. Was ich auch noch machen kann, du siehst es unten in der Bildschirmmitte, ich kann mir Gefolgsleute herbeirufen und auch noch so ein Karagor herbeibeschwören. Ah. Was ich natürlich alles erst gelernt habe im Spielverlauf, das kann man nicht von Anfang an. Das kann manchmal das cool. nützlich sein, weil manche auch Angst haben vor diesen Viechern dann und dadurch sofort in Panik ausbrechen und weglaufen wollen. So, wir haben den nächsten. Das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. Der Toxic Ape fragt, gibt es irgendeinen Grund, warum man Leute nicht für sich weiterkämpfen lassen sollte? Ja, es ist dann, wenn du
eher in einer Unterzahlsituation bist und denkst so, okay, ich habe es jetzt geschafft, einen zu bekehren, aber es sind außenrum, also jetzt nicht in so einer, während so einer Belagerung, sondern eher, wenn du draußen auf dem Feld unterwegs bist und schaffst es, einen von den Hauptmännern dort für dich zu gewinnen, und du weißt aber, okay, wenn ich den jetzt weiterkämpfen lasse, dann wird er einfach sterben. Okay. Und wenn du sie dann wegschickst, dann bleibt er in deiner Armee auf der Map und du kannst dich einfach noch in Sicherheit bringen. Ansonsten ist das Gewinnen relativ sinnlos gewesen, weil er wird einfach sterben in dem Moment dann. Verstehe. Weil er dir dich nicht helfen kann. Aber da wir hier jetzt schon die Oberhand haben, macht es Sinn, einfach jeden weiter für uns kämpfen zu lassen. Okay, also ja, ich glaube, für ihn ist es jetzt endgültig so, das ist nur noch eine Frage von ein paar Sekunden. Alright. Jetzt ist er schon gebrochen. Alter Schwede. Über den Karago erlegt er Alter Schwede, oh fuck. Ich unterbreche das mal eben. Dieses grausame Schauspiel gucken wir uns nicht weiter mit an. Rekrutieren. Jetzt dienst du mir. Ich diene. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Nee, es gibt scheinbar noch einen Angriff auf unseren Wehrturm. Der Uldisian hat hier noch einen Tipp aufgeschrieben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du den schon kennst, Fabian. Den mächtigen Schuss und den Schlag auf den Boden spezialisieren und immer die Schwächen ausnutzen zu können. Okay. Das mit dem mächtigen Schuss, das kann ich tatsächlich mittlerweile auch. Das ist, wenn du hier mit R1 so einen Superschuss dann auflädst. Okay. Das müsste ich mal stärker einbinden. Das mache ich tatsächlich sehr selten. Mhm. Kann aber auch sein, dass ich jetzt nur noch hier hin muss, um die Quest abzuschließen. Das sollten die letzten gewesen sein. Es wird sicher einen weiteren Angriff geben. Ich hoffe es. Das war ein Riesenspaß. Du hast gut gekämpft. Ich hab dir doch gesagt, ich schütze diese Festung, als sei es meine eigene. Was sie jetzt auch ist. So viel zum Thema Bruce ist unser Freund in dem Spiel. Ein bisschen überraschend, muss ich sagen, auch für mich, weil er halt eher so ein Funny-Character eigentlich darstellen soll. Jetzt hat er uns schön verarscht. Wir haben das Gebiet verloren und er hat sich jetzt nämlich unsere Festung geschnappt. Okay. Sein Problem wird sein, das kann ich jetzt schon mal prognostizieren, er ist nur Level 19. Das heißt, wenn wir da jetzt wieder zurückkommen. Ich finde das schön, wie du das schön mit Kalkül hier nochmal. Ja, sein Problem ist, er ist nur Level 19. Die Festung zurück. Wir schlachten diesen verfluchten Olok und sein ganzes Gefolge ab. Und was geschieht mit jenen an unserer Seite? Offenkundig kann man ihnen nicht trauen. Wir statuieren ein Exempel an. Unterwerf dich mir! Okay, wir gucken einmal, okay. Wir haben quasi komplette Map bis auf die Kollegen hier drüben und den hier. Und hier ist noch einer, die anderen Blauen gehören alle uns und er hat eine Festung, die auch nicht beschützt ist. Das heißt, er hat keine Leute hier auf den Türmen stehen. Das heißt, wir sollten relativ leicht in der Lage sein, Bruce die Festung wieder abzunehmen. Und ich vermute mal, wir haben jetzt hier so einen Wurm zum Verhören uns geschnappt. Ich glaube, es bringt gar nichts, weil wir schon alle... Hier ist noch einer, den wir nicht kennen. Du kannst quasi, wenn du diese grün markierten Orks dir schnappst, können die für dich Informationen aufdecken. I see. Und dann siehst du gleich auch, was deren Schwächen später sind, wie du die besonders gut treffen kannst. Diese ganze Mechanik rund um das Burgverteidigen, wie steht das jetzt genau im Kontext zur generellen Hauptstory? Ist das Teil der Hauptstory? Das ist Teil der Hauptstory hier, dass man diese Belagerungsaufträge macht. Das ist hier der ganz rechte Zweig quasi. Mhm. Und du kannst aber relativ frei diese Story-Missionen spielen. Es gibt halt immer hier zum Beispiel diese Eltariel-Aufträge, das haben wir auch letzte und vorletzte Folge noch gemacht. Mhm. Du kannst sie immer nur bis zu einem bestimmten Punkt spielen, dann musst du dich erstmal anderen Aufgaben widmen. Hier fehlt uns noch die letzte Mission, die könnten wir aber auch noch gar nicht anwählen jetzt. Die wird dann im Verlauf der Story irgendwann später freigeschaltet. Okay. So, wir sehen jetzt hier, es geht genau um das, was ich beschrieben habe. Wir müssen Bruce wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Und das machen wir jetzt. Bruce hat uns nicht zum letzten Mal gesehen.
Wir können seinen Verrat nicht ignorieren. Es kann einem übrigens häufiger passieren, dass die Orks, die man schon mal bekehrt hat, einen später wieder verraten. Es kommt tatsächlich aber ziemlich selten vor. Ich glaube, weil es einfach auch sonst ein Frustmoment wäre, wenn die Sachen, die man sich irgendwie erarbeitet hat, einem dann wieder weggenommen werden. Bin mir nicht ganz sicher, ob wir direkt jetzt wieder die Festung angehen können. Es kann sein, dass es gar nicht funktioniert. Wir gucken jetzt mal, was genau der Auftrag ist. Du hast Ärger. Bruce hat deine Feste eingenommen. Das habe ich schon geahnt, als er mir die Klinge in den Rücken bohrte. Ging vom Rücken glatt nach vorn durch. Und du hast geblutet. Entschuldige, das Problem ist, die anderen Orks wissen, dass du Bruce gekriegt hast mit deinem Jetzt leidest du. Und sie wissen, dass er frei ist. Das hat richtig Eindruck geschunden, sag ich dir. Orks rennen ihm nur so nach. Also ich will dir nicht sagen, wie du deinen Job zu machen hast, aber du musst ihn beseitigen. Und eine Rettung steht auch noch an. Eine Rettung? Ja, er hat Gefangene genommen. Einer davon ist dein Oberherr, glaube ich. Du willst ihn doch befreien. Wo? Hier lang. Aber echt jetzt, der hat dich aufgespießt und du... Sei still! Das ist übrigens Redback, der ist im ersten Teil schon aufgetaucht. Das sind drei Gefangene. Geh rein und mach dein Ding. Ich bleib hier und spähe die Gegend aus. Ich bin echt gut. Das Spiel kommt mir so voll vor. Späher gehen vor. Du hast überall Sachen, die dir angezeigt werden. Überall blinkt irgendwas. Das kannst du allerdings auch ziemlich reduzieren, wenn du es willst. Du kannst sehr viel abschalten. Okay. Das sind jetzt übrigens drei meiner tatsächlichen Gefolgsleute, die hier gefangen sind und die wir jetzt wieder befreien müssen. Also es ist im Grunde genommen, du kannst bei vielen Sachen versuchen, lautlos vorzugehen, das ist oft aber auch nicht notwendig, also die Missionen scheitern dann nicht, wenn du es nicht machst. Und da die hier jetzt so billo bewacht sind, kann ich die ruhig im Kampf eben besiegen. Hier fragt auch jemand, ob der Verrat jetzt durch Bruce komplett story-wise ist oder ja. Kann man das irgendwie verhindern? Das kannst du nicht verhindern. Also okay. Es ist genauso, du kannst auch nicht, wenn ihr euch daran zurückerinnert, als wir die Festung eingenommen haben, kann man Bruce nicht zum Oberherrn machen. Mhm. Und das heißt, dadurch ist er dann später beleidigt, was ja dann eben zum Ausdruck kam. Und deswegen nimmt er mir die Festung später weg. Das ist aber was ich nicht verhindern kann. Das ist quasi die eigene Story. Strang, der jetzt diesen Streit zwischen Bruce und Talion einfach darstellt. Das hätte ich aber nicht verhindern können. Okay. Ihr treibt sich ein Mörder herum. Mich würde mal interessieren, was du generell so von der deutschen Synchro hältst. Finde ich eigentlich gut. Ich finde, Talion ist nicht so oberemotional, also ist auch was seine Mimik angeht und sowas. Mhm. Aber viele der Nebencharaktere, also Redback, auch Bruce im Grunde genommen, auch wenn sein Charakter vielleicht von der Stimmung her ein bisschen komisch ist in so einem Spiel, ist ja gut synchronisiert und vor allen Dingen auch Gollum zum Beispiel, den wir schon gesehen haben. Ah. Das ist alles schon ganz gut gemacht. Vor allem, weil ich vor kurzem ja auch, anscheinend hast du dir das auch angeguckt, dieses Conan O'Brien-Ding. Das mit Clueless Gamer? Genau. Nee, aber Lars hatte den Verdacht, dass ich ihn nur deswegen hergeholt habe, um das zu imitieren. Ach so. Das Lars der Clueless Gamer war. Aber da haben sie auch noch mal kurz gezeigt, wer da alles mitspielt. Also unter anderem der Kollege von Silicon Valley und alles. Also da sind auf jeden Fall ein paar Hochkaräter mit dabei. Und die englische Synchro schien mir ziemlich rund zu sein. Ich habe jetzt so gut wie nichts von der deutschen Synchro gehört, aber das sieht sich jetzt auch nicht mega scheiße an. Ich kenne wiederum die englische nicht, aber sollte ich mir durchaus vielleicht auch mal anhören. Okay, wir haben unsere Gefolgsleute befreit, jetzt müssen wir die Wachen hier noch besiegen. Und man schlägt übrigens auch gerne mal seine eigenen Leute. Das nehmen sie aber einem nicht so unmittelbar übel dann. Okay, wo sind denn hier noch welche? Also laut Karte ist hier irgendwo noch ein Gegner, wahrscheinlich hier oben drauf. Ja. Boah. Ja, mittlerweile kann ich schon viele solcher. Das sind immer diese Schattenangriffe. Uiuiuiui. Oh, das mag ich, wenn du die halt echt so einen Flow aufbauen kannst. Das ist gut, ja. Ist aber immer so, du verbrauchst dadurch auch Ressourcen. Du kannst es nicht beliebig dann verketten, solche Sachen. Du wendest dich wieder deiner Kriegstreiberei zu und.
Oh, hallo. Wir sind noch nicht fertig. Bruce. Oh, stimmt, Bruce. In seiner Festung. Deiner Festung. Echt beliebt, diese Festung. Oh, als diese Festung noch mir gehörte. Etwas zugig war's dort, aber diese Aussicht auf einige meiner Umbauten bin ich echt stolz. Wie deinen Tunnel. Genau. Mein Fluchttunnel. Ganz schön klug, dachte ich mir. Gut, wenn man mal schnell raus muss. Ja. Wir könnten ihn nutzen. Wieso? Wir wollen doch nicht raus. Nein, aber wir wollen wieder hinein. Klar. Wo ist dieser Tunnel? Da lang. Glaub ich. Ach, ich mag den Charakter. Den Redback? Ja, Redback mag ich auch. Das ist der Thronsaal der Festung. Ah, ja. So, was war der Plan? Eine Rettungsaktion? Bist du hier, um mit dir abzurechnen? Kommst in Begleitung dieses Schlagflecks Redback? Ich sag dir was, ich hab auch Freunde, weißt du ja. Das wird ein wahres Fest. Ein echtes Haus hier. Wir holen uns Grog, spielen ein paar tolle Spiele wie... Oh, was ihm die Arme ab? Na los doch, Jungs! So, wir gucken mal, wie es läuft. Ey, da sind auch noch Hauptmänner mit dabei. Ugbuk zum Beispiel. Ich werde dich töten, um ihn zu rächen. Wir gucken einmal gerade. Ugbuk zum Beispiel, anfällig für Schleichen, bringt mir jetzt hier nichts mehr, weil er mich schon entdeckt hat. Aber er leidet Schaden durch Hinrichtungen und durch Explosionen und anfällig für Bestien. Okay, der hat Angst vor diesen Fliegen. Und Fernkampfangriffe ist gut, Hinrichtung ist auch immer gut. Okay, Pfeile habe ich keine mehr. Einmal neue Pfeile sammeln. Und ich habe aber meine Leute auch dabei, die ich gerade befreit habe. Es ist ein bisschen schade, dass das Spiel wirklich jedes Detail haarklein erklärt und aufzeigt. Ja, dass du wenig selbst experimentieren kannst. Krass ist wirklich auf Dauer, dass immer diese One-Liner aufgesagt werden, wenn du so Charaktere triffst, dass man das auch nicht unterbrechen kann. Das wird stellenweise echt dann irgendwann ganz schön inflationär, wenn da viele auf einem Haufen sind. Okay. Oh, also er ist nicht so schwach. Er hat mich jetzt mit einer Attacke im Wesentlichen auf den Boden gebracht. Und er ist auch beschusssicher. Jetzt ist irgendwas passiert. Okay, Bruce hat Skoon getötet, das ist schon mal nicht so gut. Alter Schwede. Ganz schön explizit, du. Die Frage ist, was ist jetzt sinnvoll? Ich kann natürlich auch einfach die Hauptmänner ignorieren. Ich meine, im Grunde genommen geht es im Wesentlichen darum, Bruce zu besiegen und einfach noch ein bisschen von seinem Fußvolk, was da rumläuft. Mhm. Wobei, wahrscheinlich sind das genau 30. Okay. Ich glaube, er hat genügend Energie verloren, obwohl ich ihm gar nicht geschadet habe. Und er verschwindet durch die Wand. Oder hat er, war die Frage, hat er sich jetzt so magisch irgendwie aufgelöst? Ja, ich glaube, dass er, aber... Denken wir das einfach. Na. So, ich habe mit der Elbenwut noch eben Hawk mitgenommen. Und ich glaube, ich muss trotzdem noch hier die anderen Kollegen besiegen. Das war einer von meinen, glaube ich, wieder, ja. Ich gehe sehr stark davon aus, dass du deine eigenen Leute auch nochmal leveln kannst, ne? Ja, du kannst denen quasi auch Aufträge geben und kannst sie in so Kampfgruben dann antreten lassen, okay. Um sie dadurch aufzuleveln. Das ist gut, dass ich jetzt einen hier für mich hoffentlich bekehren kann. Folge dir!
für mich weiterkämpfen. Es wird jetzt halt auch zunehmend einfacher. Wir hatten in früheren Folgen oft das Problem, du kannst keine Leute bekehren, die über deinem Level sind. Das heißt, ich konnte die oft nur beschämen und dadurch ihren Level reduzieren. Mhm. Und jetzt, weil ich selber halt schon einigermaßen aufgelevelt bin, kann ich viele auch direkt übernehmen. Alles klar. So, jetzt helfen wir hier mal unserem Kollegen. Schaffst du das dann noch 50 zu werden? Jo, also das schließen wir auf jeden Fall jetzt noch ab. Mhm. Haben wir ihn auch schon. Ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir jetzt so dadurch die, die wir jetzt verloren haben, haben wir durch Bekehrungen wieder neu aufgenommen und haben hier immer noch eine gut aufgestellte Armee in dem Bereich. Nice. Wir töten sie zusammen. Ein Gegner muss hier irgendwo noch sein, laut Anzeige. Achso, da vorne steckt noch einer. Ich hole mir mal eben Pfeile. Ich glaube, der kloppt sich da vorne. Nö, der steht einfach hier im Gang. Achso, da. Achso, weil meiner da auf dem Boden ist. Es ist Redback, der da auf dem Boden sitzt. Leider sehe ich gar nichts. Ich guck mal, ob ich ihn wieder hier reinlocken kann. Ja. Gut, Pfeile gehen bei ihm schon mal nicht. Und überspringen lässt er sich auch nicht. Aber jetzt kriege ich zumindest ein bisschen Unterstützung. So, jetzt hat er schon so viel Schaden genommen durch die Angriffe meiner Kollegen. Er ist vergiftet worden, deswegen sieht er jetzt so komisch aus. Okay. Und wir haben unsere Festung uns wieder zurückgeholt. Bruce ist vertrieben und wir sind wieder hier der Herr über die Festung von Nurn. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal kurz in die Werbung und dann gucken wir, wie es mit dem ganzen Queststrang weitergeht. Ich weiß auch nicht, ob wir den heute jetzt abschließen können oder ob wir auch irgendwann wieder an einem bestimmten Punkt was anderes machen müssen. Sehen wir gleich nach der Werbung. Bleibt dran. Hallo, herzlich willkommen zurück zum Mittelerde Schatten des Krieges. Ich habe einmal die Zeit in der Werbung jetzt genutzt, um die Sachen, die wir gelootet haben, also neues Equipment anzulegen. Und bin jetzt direkt wieder im Quest-Menü und es geht um ein Treffen mit Redback, der sich jetzt mit uns treffen möchte. Komischerweise nicht in unserer eigenen Festung, sondern hier unten ganz im Süden könnt ihr das auf der Karte sehen. Der Auftrag heißt Vermisst und den würden wir uns jetzt einmal auch schnappen bzw. als nächstes angehen, da es sehr weit ist. Wir müssten jetzt fast 3000 Fuß laufen. Aber lass dich nicht von unserem wahren Auftrag ablenken. Aber du kannst einfach schnell reisen. Genau, das. Irgendwo müsste hier, ich glaube hier ist ein. Ja, ich glaube es geht fast schneller, wenn ich mich hier teleportiere, weil manchmal ist es ein bisschen verwirrend. Es gibt manchmal sehr hohe Gebirge, über die du auch nicht klettern kannst. Deswegen teleportieren wir uns mal hier hin. Du wirst es schon merken, weil jetzt auch gerade Celebrimbor sagte, dass er uns nicht von unserem eigentlichen Ziel ablenken lassen will, lassen sollen. Er ist immer sehr darauf fokussiert, auf diesen Konflikt mit Sauron und dass er unbedingt der neue Herr über Mordor werden möchte. Ihm ist eigentlich alles andere im Wesentlichen relativ egal, was manchmal auch so ein bisschen zu Konflikten zwischen Celebrimbor und Talion dann führt. Okay. Hast du das gehört? Soll ich sagen, dass ich die Welt an sich eigentlich ganz hübsch finde? Ja, die Welt ist schön auf jeden Fall. Also ist auch, da ist deutlich mehr Natur und sowas drin. Mhm. Ich finde, dass das Rennen an sich cool aussieht. Ich finde dieses neue Superrennen, was es jetzt gibt, das hier, das sieht eher so ein bisschen, sieht so ein bisschen seltsam aus, ne? Weil es zu schnell einfach ist. Ja, ich verstehe es. Also ich mache es auch selten tatsächlich. Ich vergesse es meist, dass ich mir einfach hier so ein Viech rufen kann und das auch benutzen kann. Genau, jetzt sind wir schon wieder da. Tali!
Young! Redback braucht deine Hilfe! Waldläufer ist verschwunden! Wie verliert man einen Olok? Er wurde entführt! Ich fand diesen Boten bei seinem Fressnapf! Was sagt man noch gleich über die Überbringer von schlechten Nachrichten? Man sagt, der Überbringer muss sterben! Tja, das erklärt so einiges. Wie lautete die Botschaft? Er sagte, wenn du dein Haustier je wiedersehen willst, bring den schreckfressenden Grabwandler! Fuck! Lass das! Oh, entschuldige. Du weißt, dass das eine Falle ist. Na klar. Aber du schuldest mir was. Mir und Waldläufer. Vergiss nicht, wir haben Bruce für dich erledigt. Also, das habe ich etwas anders in Erinnerung. Ach, über Details lässt sich streiten, aber am Ende stehen wir doch zu dir. Was sollen die anderen Orks denken, wenn du nicht zu uns stehen willst? Er hat recht. Orks folgen den Starken. Wenn wir zulassen, dass unsere Soldaten attackiert werden, werten sie das als schwer. Vielleicht hast du recht. Hab ich? Ich meine. Die anderen können Celebrimbor in der Regel nicht sehen. Holen wir Waldläufer. Waldläufer ist so ein Olok-Kumpel von ihm. Olok sind diese sehr großen, was auch Bruce quasi ist. Bruce ist auch ein Olok. Und der wurde jetzt entführt. Es ist natürlich, also das durchschaut jetzt ja wirklich jeder. Es ist einfach eine Falle von Bruce natürlich, wie das jetzt einfach auch schon gemutmaßt wurde. Der will, dass wir da hinkommen, weil er sauer ist auf uns. Eine Patrouille. Kannst du kurz den Kontext zwischen dem Geist und dem Hauptcharakter erklären? Wie funktioniert das genau, die Beziehung zwischen den beiden? Der glorreiche, helle Herrscher. Ich wusste, dass diese schmierige Ratte es schaffen würde, dich hierher zu bringen. Bruce, ich zeig dir schmierig! Was hast du mit Waldläufer gemacht? Halt die Schnauze! Das ist eine Sache zwischen mir und dem Grabwandler. Dann komm runter! Beenden wir's! Nicht so schnell. Das ist erst der Anfang. Erst werdet ihr leiden. Und wenn du oder diese schmierige Ratte dabei draufgeht, umso besser. Doch falls nicht, dann fängt der Spaß erst richtig an, nicht wahr? Ich mache einmal eben den Kampf vorher noch, danach gehe ich dann nochmal auf deine Frage ein. Also da muss man echt, man verliert immer erstaunlich viel Energie, wenn man mal getroffen wird. Die Energie ist der linke rote Balken, die ich jetzt wieder aufgeladen habe, indem ich diesen Gegner aufgezehrt habe. Das ist so die Hauptregenerationsquelle quasi für Energie. Mhm. Im ersten Teil war es noch so, dass du mal irgendwelche Pflanzen eingesammelt hast, um dich zu heilen. Das haben sie hier aber gestrichen. Okay, ja, das war auch doof, weil man die ganze Zeit dann hin und her gerannt ist bei solchen Kämpfen, um irgendwie eine Blume einzusammeln. Das war ein bisschen albern. So wirkt das Alter. Ein Stück dynamischer. Ah, shit, das ist immer super ärgerlich. Das ist erstaunlich, dass es die jetzt noch getroffen hat. Okay, wenn die Orks tot sind, dann sind sie tot, also die mit Charakter. Weil für Bruce gilt das aber auch, ne? Wenn der erst einmal tot ist, dann kommt er auch nicht mehr wieder. Doch, die kommen genauso wieder. Ach was, echt? Ja. Wahrscheinlich gibt es da auch irgendeine Art von dunkler Magie. Du siehst es dann auch, wenn du sie vorher schon mal getroffen hast, also die du beherrscht hast dann, die haben in der Regel so einen eingebrannten Handabdruck im Gesicht. Und die anderen, die wirklich tot waren, die sehen dann teilweise ganz krass entstellt aus oder wie so wieder zusammengenähte Zombies oder sowas in der Art. Die können auch wiederkommen. Okay. Bruce! Komm zurück, du mieser Haufen Schrack! Er ist fort. Aber wir sehen ihn bestimmt wieder. Hoffentlich! Wir sind nämlich noch nicht fertig! Hör mir zu. Wir suchen Waldläufer. Und wir machen Bruce ein für allemal den Gar aus. Tja, ich werde hier nicht rumsitzen und abwarten. Ich durchforste jede Ecke Mordors, welche ich ihn gefunden habe. Und wenn es soweit ist, erfährst du es als allererster. In Ordnung. Bruce ist erst der Anfang. Je mehr Macht wir erlangen, desto mehr werden uns herausfordern.
Dann töten wir sie. Nein, wir müssen an ihm ein Exempel statuieren, sonst werden andere nachfolgen. Dann töten wir eben auch sie. Warum Hunderte töten, wenn es schon ausreicht, einen von ihnen zu brechen? Weil wir diesen Krieg gewinnen wollen. Hier geht's nicht um deine Machtspielchen. In Mordor ist das ein und dasselbe. Uiuiui. Tense. Also Celeb Rimbor geht es eigentlich darum, dass wir ihn nicht nur einfach töten, sondern jetzt quasi demütigen und so zeigen, dass wir der Chef über alle Orks sind. Mhm. Je länger Bruce lebt, desto mehr Orks schlagen sich auf seine Seite. Wobei das natürlich wieder dem widerspricht. Wir verhindern. Du hast recht. Wir müssen uns um ihn kümmern. Wir gucken einmal eben. Also wir können es direkt weitermachen. Dafür müssen wir einmal jetzt nach Kirith Ungol reisen, das ist eher eine der späteren Regionen im Spiel. Dort hat Bruce meine Gefolgsleute wieder gefangen genommen und auch noch vergiftet. Und ich muss sie retten, bevor das Gift sie tötet. Das machen wir natürlich direkt auch mal, reisen einmal darüber und nehmen uns dann diese Mission an. Alter Schwede, wie viele Nebenaufträge du auch hast. Ja, das ist echt eine ganze Menge, die man da machen kann. Die haben dann oft auch keinen Story-Background, aber dafür ist es halt eher so, dass, also was du halt immer in so Open-World-Spielen halt hast, ja. Finde Artefakte. Du kannst noch Aufgaben mit Celeb Rimbor machen, als er noch diese Menschenform hatte. Das ist so eine Nacherzählung bestimmter kleiner Schlüsselmomente, wo aber eigentlich keine richtige Story drin ist, sondern sowas wie, erinnerst du dich noch daran, als Celeb Rimbor die Stadt angegriffen und 100.000 Ghule getötet hat? Dann spielst du sowas nach. Aber sowas wie, ich glaube, das ist immer mein Lieblingsstartpunkt im Spiel, weil das echt schön aussieht. Mhm. Also die Welt, das haben sie schon gut getroffen. Irgendwo hier der vergiftete Weg. Wir können uns direkt hier daneben hin teleportieren. Da ist noch Ischmotz der Süße verfolgt einen Hauptmann. Vielleicht können wir das noch nebenbei miterledigen. Klar. Hier schreibt auch Nick, die Fabian besorgt dir die Kampfaufzehrung, damit gibt's Gesundheit einfacher zurück. Ich glaube, das kann ich schon. Ah, okay. Ich habe wahrscheinlich nur wieder nicht nachgeguckt, wie es gemacht wird. Wir müssen Bruce aufhalten. Du solltest ihn. Ich guck mal einmal gerade, das ist wahrscheinlich verzehren aktive Fähigkeit. Wo ist denn die Kampfaufzehrung? Und hier schreibt Leon, dass ich dir doch bitte sagen soll, dass du noch ein paar Fähigkeitenpunkte hast. Aber ich sehe gerade, du hast nur noch einen. Einen habe ich noch. Tatsächlich, wir sind schon, ist immer so, dass man, die größeren waren quasi die Hauptfähigkeiten, die du hast. Und das daneben ist immer so eine Art, so ein Modifikator für diese Fähigkeit. Wo ist denn das mit dem Aufzehren? Aktive Fähigkeit, blablabla. Aufgezählte Feinde werden auch beherrscht. Das ist ja eigentlich super wichtig. Da würde ich, glaube ich, auch nichts dran verändern. Oh, Drachenreiter? Ja, das kann ich, habe ich auch schon gemacht. Das ist ja abgefahren. Aber ist halt ein bisschen problematisch, weil der Drache nicht unterscheiden kann zwischen Freund und Feind dann. Ah. Okay, das ist das, glaube ich. Verzehren, drück bei voller Macht X und kreise meinen Feind im Kampf schnell aufzuzählen. Das können wir schon. Und dadurch können wir auch unseren Zorn erhöhen. Wir können noch einen Modifikatorpunkt hier verbrauchen. Für Drachenreiten lohnt es sich, glaube ich, nicht, weil man das super selten macht. Das hier ist, glaube ich, nicht schlecht. Da können wir mit einem Schattenangriff direkt auf einen Grauk, Karagor oder Drachen steigen. Oh, das ist schön. Beim Schattenaufsitzen auf einen gebrochenen Karagor werden umstehende Karagor beherrscht. Unterschätzen. Also wahrscheinlich wird es jetzt so sein, dass jetzt innerhalb dieser Aufträge hier, ich glaube, wir gehen diese Bruce-Quest jetzt relativ spät im Spiel an, dass dir das ein bisschen nach oben springt jetzt, weil wir einfach direkt jeden Auftrag hintereinander machen und es eigentlich, glaube ich, ein bisschen gedacht ist, dass man es mehr über die einzelnen Missionsstränge verteilt. Aber wir gucken mal, solange wir so gut durchkommen. Mhm. Waldläufer, wir müssen schnell handeln. Folg mir! Lass mich raten. Es kam noch eine Nachricht von Bruce.
Genau. Und ihr Inhalt wird dir nicht gefallen. Bruce hat ein paar deiner Jungs geschnappt und vergiftet. Er sagt, wenn du dich nicht beeilst, werden sie sterben. Wir müssen ihn aufhalten. Während du dich darum kümmerst, verfolge ich Walter Bruce. Ratback und Grabwandler, was für ein Gespann. Du ignorierst mich, oder? Etwa, weil ich Ratback zuerst gesagt habe? Wie steht's mit Grabwandler und Ratback? Besser? Okay, hier ist es. Du machst dein Ding und ich erledige meinen genauso wichtigen und heldenhaften Auftrag. Okay, wir sehen, unsere Leute sind einmal oben rechts hier vor uns und da oben links untergebracht. Und oh, da steht ein Karagor. Das Gute bei den Karagorn ist immer, dass man sie relativ leicht so weit runterkloppen kann, dass man sie beherrschen kann. Okay. Ich glaube, hier macht es jetzt aber wenig Sinn, um Karagor zu haben. Wobei, können erstaunlich gut auch klettern. Also von daher, das ist praktisch. Geht auch, aber es macht, glaube ich, gar nicht so viel Sinn jetzt. Und wenn wir es schaffen, du hast immer noch so Unterziele. Wenn wir es hier noch schaffen, 5 Gegner mit Schattenangriffen zu besiegen, kriegen wir noch mal eine bessere Belohnung für die Quest danach dann. So, jetzt müssen wir einmal rausfinden, wie kommen wir am besten zu diesen Punkten hin. So schon mal nicht. Ich glaube, der am niedrigsten liegt der da hinten mit dem Level 22. Oh, wie viele Mechaniken dieses Spiel hat. Ja, es ist natürlich, du steigst jetzt halt auch recht spät so in das Spiel ein, ja. Ne, wo schon alles lange etabliert ist. Ja, das stimmt. Okay, ich glaube hier, gucken, ob ich da hochkomme. Na, ist vielleicht auch nicht so smart, was ich gerade mache. Aber hier wird dir noch vorgeschlagen, dass du die Türpuzzles doch machen sollst. Dann gibt es nochmal Rüstungsset-Teile. Genau, das sind so Hieroglyphen, die man finden kann. Das könnte ich machen, aber ich habe bisher nicht so die Notwendigkeit dafür gesehen, dass mein Equipment so schlecht wäre, dass ich da unbedingt ein Upgrade bräuchte. Das ist ja verwirrend. Hier ist es gut, diese Teleportfähigkeiten zu benutzen, weil man dann einfach sich diese Navigation spart. Einer ist hier hinten. Ich gehe davon aus, dass der Balken über deine Lebensanzeige nochmal so eine Art Mana-Balken ist. Ne? Das sind diese. Was ich am Ende eben gemacht habe, war so ein Hinrichtungsmanöver und das verbraucht immer einen dieser beiden Balken, die man da noch hat. Hier ist übrigens sehr praktisch, dass man die eigenen Leute nicht schlagen kann, wenn sie da noch angebunden sind. Ich wusste, ihr würdet kommen, Waldläufer. So, jetzt würde ich mich eigentlich gerne direkt darüber teleportieren. Aber es geht scheinbar nicht. Es ist wahrscheinlich zu weit. Was ist denn hier? Achso, ich habe keinen Fokus. Genau, Fokus ist nochmal die Anzeige da, wo siehst du, wo einen von 9 Pfeilen steht. Mhm. Das ist diese Fokusanzeige, das ist diese Zeitlupe und das brauche ich auch, um diese Teleport-Moves zu machen. Aber dann gehen wir einfach hier jetzt lang. Und wie regenerierst du da nochmal den Fokus? Das funktioniert auch einfach über verschiedene Aktionen, die du machst. Okay. Bruce ist aber auch nicht so super smart, dass er meine Leute hier einfach nur von so ein bisschen Fußsoldaten bewachen lässt. Vielleicht hat er ja gar keine krasseren Leute. Das stimmt wahrscheinlich sogar. Aber es ist ja ein Spiel und Spiele scheren sich ja eigentlich nicht so um solche Logiksachen dann. Einer bleibt noch und einen Schattenangriff müssen wir noch machen für die entsprechende Zusatzbelohnung. Das mache ich gleich da oben dann jetzt. Endlos,
Ach, hier ist gar kein Gegner mehr. Doch da. Oh, den habe ich bis zum Schluss nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich war er sich auch nicht sicher, ob er vielleicht wieder weglaufen sollte. Ich schneide ihn trotzdem. Okay, du willst es auch unbedingt. Danke, Meister. Jetzt schickt er uns doch noch einen Hauptmann auf den Hals. Der ist hier unten irgendwo. Ich habe ihn fast. Ihr knallt es gleich. Ja, er ist ein bisschen stärker zumindest mal, der Krackhorn. Ich enttäusche Bruce nicht. Du wirst für deine Taten leiden. Oh, langsam geht mir auch der Bruce auf den Geist. Der Bruce? Ja. Ja, man macht es erstaunlich kompliziert jetzt so, anstelle ihn einfach umzubringen, geht man da jetzt natürlich eine ganze Menge Quests durch. Ja, natürlich, wenn man die Spielzeit auch ein bisschen strecken. Was ist denn jetzt passiert? Jetzt ist meine Waffe stecken geblieben. Eben, ach nee, ich bin in diese Falle getreten, die er auf den Boden gelegt hat. Ja. Keine Pfeile hier. Was ist denn dieses Siegel oder das Symbol? Ist, so ein Artefakt, was ich einsammeln könnte. Okay. Ich würde ihn ja gerne einfach aus der Ferne jetzt abballern, aber ich finde nichts. Muss ich trauen. Eins gegen eins. Man hat ja in der Regel mehrere Chancen. Es gibt nur ganz wenige Gegner, gegen die man keine... Du siehst unten diese runden Dinger, die unten links in der Ecke sind. Das sind meine Zusatzchancen, wenn ich dieses Minispiel dann richtig mache. Was ich jetzt wahrscheinlich auch machen muss. Nee, noch nicht. Sag mal, wie kann ich ihn denn überhaupt treffen? Ich probier's mal mit den. Okay, ich probier's mal mit den Messern. Ziehen die ihm was ab? Ne, jetzt hat er seine Fähigkeiten angepasst. Ui, so. Einmal den Karagor gerufen, nice. Schon. Ach ne, jetzt habe ich gerade versehentlich das Ding eingesammelt. Aber jetzt ist er gebrochen und ich glaube, er lässt sich auch treffen davon. Und das war wohl kaum der letzte seiner Art. Hast du dir nichts mehr? Kann ich ihn jetzt hiervon eigentlich auch erobern, während ich da drauf sitze? Ich glaube nicht. Nee, es geht nicht. Ui, aufpassen. Ich sehe nichts. Ach man, jetzt hat er den falschen Typen anvisiert. Aber jetzt habe ich ihn. Feinde! Das ist schön. Und eine weitere Mission abgeschlossen, Ilias. Sehr gut. Und wir haben noch ein Juwel dafür freigeschaltet. Juwele kannst du quasi sockeln. Die Waffen haben so Slots, in die man noch Juwelen reinstecken kann. Auch noch, oje. Klar. Ich glaube, mir reicht es mit Bruce und seinen Possen. Ja, mir auch. Geht's genauso. Der Tod wird nicht reichen. Statuiere ein Exempel, auf das er eine Warnung ist, für jene, die ihm zu folgen gedenken. So, nächster Auftrag. Redback glaubt jetzt, er hätte seinen Kumpel Waldläufer wiedergefunden. Wir teleportieren uns einmal rüber nach Cerigos. Cerigos ist die Schneewelt des Spiels. Mhm. Sehr schön eigentlich gemacht, ein bisschen Skyrim. Auch mit den Drachen oben noch in der Ecke. Wirst du eigentlich Skyrim nochmal spielen, wenn es für die Switch erscheint im November? Hast du es überhaupt schon mal gespielt? Ich hab's zum Start damals gespielt, am 11.11.2011. Ich fand eines der schönsten Release-Daten überhaupt. Deswegen kann ich mich noch so gut daran erinnern. Hab's lange gespielt, aber nicht lange wie andere. Ich glaube, um die 50, 60 Stunden. Nicht durchgespielt, aber ich glaube, das gebe ich mir jetzt nicht nochmal, wenn ich ehrlich bin.
Da gibt es noch so viel anderen Kram, den man sich zu Gemüte führen kann. Da bin ich raus. Aber du gibst es dir wahrscheinlich nochmal, ne? Ich hab's ehrlich gesagt nie wirklich gespielt. Echt? Das ist doch perfekt. Gerade für unterwegs. Ja. Das ist mir zu viel Sammeln, zu viel Micromanagement und sowas. Sagt er und spielt ihr schon. Das ist komplett was anderes. Hier haben wir die Festung auch schon für uns eingenommen, deswegen in der sind wir gerade unterwegs. Irgendwo hier oben. Ich glaube, du musst noch weiter hoch. Genau. Waldläufer gesehen, meinen Waldläufer. Bist du dir da sicher? Mit meinen eigenen Augen. Ich wäre ja in die Höhle gegangen und hätte ihn selbst gerettet, aber er wird schwer bewacht. Wenn du ihn gefunden hast, wollte Bruce das so. Das ist noch so eine Falle. Du hältst nicht viel von mir, oder? Komische Antwort. Und nur noch mal zum Verständnis, weil ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin. Das ist alles Teil der Hauptstory, ne? Ja, es ist halt, es gibt mehrere Hauptstory-Stränge. Also wenn du es jetzt genommen, das große Ziel ist, wenn wir jetzt, also wir haben diese Gondor und Aufträge Kankra waren so die ersten Sachen. Mhm. Dann Gondor war ein großer Strang, da hatte man mehrere Verbündete und hat so deren Schicksal mitverfolgt. Eltariel ist im Grunde genommen sehr wichtig, das ist der Kampf. Eltariel ist eine Abgesandte von Galadriel und mit ihr kämpft man gemeinsam gegen die Ringgeister und im Grunde genommen geht es darum, wenn ich jetzt die Karte aufrufe, dass wir alle Gebiete, die man hier auf der Weltkarte sehen kann, einfach zu meinen eigenen mache und die Festung da entsprechend einnehme. Und am Ende geht es um die Festung hier in Minas Morgul. Die hat jetzt der Hexenkönig von Angmar eingenommen und hat Ringgeister als Häuptlinge unter sich geschart. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir irgendwann der King in Mordor. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es ist ja so, dass Talion wird hier zu Beginn des ersten Teils getötet und darf dann ins Leben zurückkehren, in so eine Art Halbleben, indem er dann mit Celebrimbor fusioniert. Und Celebrimbor hat einst den klassischen Ring geschmiedet, durch den dann Sauron so mächtig wurde. Mhm. Und dann stellen sie zusammen im Verlauf des ersten Teils einen neuen Ring her, um gegen Sauron antreten zu können. Den verlieren sie am Anfang dieses Spiels, das haben wir schon gesehen. Jetzt hat man ihn wieder und dadurch, das ist auch das, was man benutzt, um die ganzen Orks für sich zu gewinnen und sowas. Und deswegen sind wir jetzt auch so ein super krass mächtiger Typ, der das einfach alles kann. Verstehe. Hey, was ist los mit dir? Du hast eine Armee zu führen und einen Krieg zu gewinnen. Aber du verschwendest deine Zeit mit der Rettung eines hirnlosen Schrack. Tja. Oh, du solltest dich beeilen. Ein paar von meinen Karagor sind seit fragt jemand, ob ich auch echt mies drauf. Also hab ich sie freigelassen. Yeah. Sie hungern schon seit Tagen. Du musst Waldläufer retten. Ob ich auch spielen kann und soll. Ich glaube, das ist keine so gute Idee. Mittlerweile ein relativ weit fortgeschrittenes Spiel. Hab bisher noch keine Minute mit dem Ding verbracht. Deswegen ist es, glaube ich, besser, wenn das Fabian weitermacht. Du dürftest gerne spielen. Ich kann ja aus der Erfahrung mit Gregor aber sagen, dass es Nee, ist, glaube ich, ist ganz okay so. Nee, also du kannst gerne. Ja, alles entspannt. Ich such dir irgendwo eine Wiese, wo nur 3 Standard-Orks stehen und dann darfst du ein bisschen auf Viereck drücken. Nein, Quatsch. Also Lars habe ich es auch immer angeboten, der wollte aber nicht, weil er Schiss hatte, glaube ich. Okay, ist okay. So, natürlich war es nur eine Falle, weil nämlich Bruce die ganze Halle hier mit Sprengstoff, die ganze Hürde mit Sprengstoff ausgelegt hat.
Das ist wieder so ein bisschen so eine halbherzige Falle von ihm gewesen, weil ich stellte uns wieder hier so ein paar Standard-Orks hin. Er entpuppt sich auch immer mehr als Lappen, wenn ich ehrlich bin. Das ist auch ein bisschen das, wo vielleicht diese Story drin kulminieren wird, dass Bruce eigentlich ein ziemlicher Lappen ist. Ich liebe ja Spiele, in denen man in Zeitlupe Leuten mit Pfeil und Bogen abschießen kann. Horizon hat das auch, oder? Ich glaube ja. Ich sah Bruce zurückkommen und dann ist was explodiert. Und dann waren da all diese... ach so, das war also eine Falle. Aber keine Sorge, ich habe gesehen, wo er hingegangen ist. Ich spüre ihn auch. Ja, wenn ich ehrlich bin, ist er mir auch nicht so ganz geheuer. Redback? Ja. Das hat man im ersten Teil aber immer schon gedacht. Okay. Reine Zeitverschwendung. Nicht, wenn Redback Bruce aufspüren kann. Sobald er das schafft, beenden wir es. Ich glaube, wir gucken mal kurz, was die Prozentanzeige jetzt sagt. Wir sind nicht mehr, ich glaube, es kommt nur noch ein Quest. Und jetzt ist die Frage, was ist für Bruce schlimmer als der Tod? So heißt nämlich der letzte Teil dieser Questreihe. Wir sollen Waldläufer retten und müssen Bruce dafür in seine Schranken weisen. Machen wir das mal. Und dann sind wir echt schnell heute mit dieser Questreihe durchgekommen. Ist jetzt gerade mal 4:45. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann können wir uns fast noch dieser Kanon-Reihe annehmen. Mhm. Und ich glaube dann, wenn wir da noch ein bisschen weitergespielt haben, dann sind wir auf jeden Fall auch wieder stark genug, um uns dann der nächsten Belagerung zu widmen. Und da stehen ja auch nicht mehr so viele von aus. Es läuft also ganz gut im Moment. Sehr gut. Standard-Schwierigkeitsgrad übrigens, weil das auch gerne mal in jeder Folge zwischendurch jemand fragt. Das ist auf normal eingestellt. Bist du eigentlich jemand, der das auch gerne mal auf den schwierigsten Grad spielt? Ja, nicht, ehrlich gesagt. Ich bin grundsätzlich? Also ich weiß nicht. Ich finde, es muss eine gewisse Herausforderung vorhanden sein. Deswegen stelle ich Sachen in der Regel nicht auf easy oder so runter. Mhm. Weil wenn es einen so gar nicht mehr fordert, dann ist es auch blöd. Aber ich bin niemand, der so eine Befriedigung daraus zieht, so Sachen ganz krass auswendig zu lernen oder so zu verinnerlichen. Also das mache ich bei... Ich finde es okay, wenn Spiele so organisch wachsende Schwierigkeitsgrade haben, wie zum Beispiel nimm irgendein riesiges 3D-Jump'n'Run, wo du einen Großteil der Sachen so sammeln kannst, aber dann hast du noch Content drin, der halt für Profis gedacht ist, die das auch noch machen. Das finde ich gut. Aber jetzt so ein Spiel hier bewusst auf schwer zu stellen, um an jedem Ork eine halbe Stunde rumzuknabbern, das ist, muss jetzt kurz unterbrechen, das ist Krimp, das ist das eingetreten, was ich vorhin gesagt habe. Der war schon mal tot, dann war er meiner und jetzt hat er mich, lebt er wieder und er hat mich betrogen. Was wir natürlich, das geht natürlich gar nicht, ne? Aber er ist relativ stark mittlerweile, er ist auf Level 32. Aber auch irgendwie doof, wenn du ihn tötest, nur damit er gar nicht komplett tot ist. Ja gut, aber das ist ja nur fair, weil wir sterben ja auch nie, ne? Wenn wir sterben, du bist ja auch ein Geist, du wirst dann auch einfach direkt wieder irgendwo abgestellt. Ja, so siehst. Vielleicht ist das aber auch eine Budgetfrage gewesen, weißt du, vielleicht hatten die nur eine bestimmte Menge an Geld und haben gesagt, okay, wir können 100 Orks können wir irgendwie kaufen dafür, die kommen da rein. Die müssen dann halt auch nochmal mitspielen, wenn sie gestorben sind. Hm. Ich bin gerade ein bisschen skeptisch jetzt, ob wir jetzt wirklich uns ihm hier widmen wollen. Weil er ist gar nicht so leicht zu besiegen. Mann, ey, das ist immer das Allerbeste. Komm, das machst du. Scheiße, tot. What? Wieso bin ich? Ich habe keine Chance gehabt, bei ihm jetzt nicht zu sterben. Jetzt wollte mir das Spiel einfach mal wieder die Grenzen aufzeigen. Ist aber auch nicht schlimm. Ich meine, er ist jetzt, es ist nicht in der Quest irgendwie passiert. Mhm. Wahrscheinlich wird er jetzt auf der Karte irgendwo befördert werden. Er ist episch geworden dadurch. Oh, er fordert jetzt Tuhorn heraus, tötet ihn.
und wird deswegen wahrscheinlich jetzt hier aufsteigen in in die Riege der Festungsleute. Er steht jetzt da unten auf dem einen Platz. Naja, das heißt, wir werden ihn wiedersehen, wenn wir versuchen, diese Festung einzunehmen in einer späteren Folge. Aber das machen wir nicht jetzt. Genau, das ist, glaube ich, auch ein relativ guter Zeitpunkt, um die Kanäle zu sammeln, unseren Wut zu stauen und dann weiter Richtung Rachefeldzug gehen. Genau, wir stehen nur noch wenige Meter vor der finalen Bruce Quest entfernt. Einmal gehen wir kurz in die Werbung, dann geht's weiter hier mit Schatten des Krieges. Hallo, willkommen zurück hier, Mittelerde, Schatten des Krieges. Ich muss übrigens jedes Mal mich schlapplachen, wenn ich den geilen Elex-Teaser sehe mit Micha und Micha. Ja, den, glaube ich, die beiden wirklich in Windeseile und Rekordzeit zusammengeschustert haben an dem Tag, bevor Krogi sich in seinen wohlverdienten Urlaub verabschiedet hat. Und er ist fantastisch. Wenn das ein Gradmesser dafür ist, wie gut und lustig dieses Let's Play wieder wird, das wird, glaube ich, sehr, sehr schön einfach mit den beiden. Ich freue mich sehr. Ich liebe auch Micha und Micha, weil sie beide so eine unterschiedlich geile Art von Humor haben. Mm. Ich bin da sehr, sehr vorfreudig auf dieses Let's Play. Da kann man auch definitiv den Elex-Beitrag von dem guten Michael Reinke von Game 2 empfehlen. Großartig. Wir haben uns schepp gelacht. Am letzten Freitag war das. Das ist das, wo Trant den Typ spielt, ne? Ja, das war absolut genial. Wo Trant den Sounddesigner mimt. Ja, genau. Der alles immer so mit sehr viel Euphorie macht oder mit sehr viel Begeisterung. Sehr schön, und sehr schön wird auch das Elex Let's Play. Das geht los, wenn Krogi aus seinem Urlaub zurück ist. Wird also noch ein paar Tage dauern, aber dann wird es sehr, sehr gut. Jetzt das Finale der Bruce Quest. Ich bin schon mal einfach in der Werbung zu der Höhle hingelaufen. Die Quest Schlimmer als der Tod startet jetzt. Wir treffen uns zum Auftakt ein weiteres Mal mit Redback. Waldläufer! Ich hab Waldläufer! Und ich hab Bruce! Das hat er jetzt auch schon viermal erzählt, glaube ich. Explodiert dieser Waldläufer auch? Ich weiß nicht, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was dieser Charakter angeht. Wenn du in die Falle getappt bist, gut gemacht übrigens, hab ich Bruce aufgespürt. Der hässliche Schrock hat mich nicht entdeckt. Er hat meinen echten Waldläufer! Ich kümmere mich darum, bleib außer Sichtweite. Ich habe genug von Überraschungen. Klar, bestens. Wir machen's auf deine Art. Kein Rumgetrödel. Bruce rechnet nicht mit uns. Schlagen wir zu. Erst retten wir Waldläufer. Waldläufer ist entbehrlich. Unsere Priorität sollte das Exempel an Bruce sein. Wir werden uns um ihn kümmern. Aber Waldläufer muss in Sicherheit sein. Okay, das scheint eine der wenigen Quests zu sein, wo man nicht entdeckt werden darf. Na, gucken mal, ob das klappt. Was war das? Ja, das klappt super. Ja, ich finde das ganz gut. Kleine Abwechslung. Mal schleichen müssen. Ja, einfach, das ist generell eine kleine Abwechslung. Ich bin immer so ungeduldig. Ich kann auch leider nicht anders, weil ich weiß, dass das Feuer explodiert. Wenn ich da jetzt reinschieße, mache ich das natürlich auch. Also in der Regel gibt es irgendwo dann wirklich einen physischen Alarm, wo die erst hinlaufen müssen. Das heißt... Okay. Okay, der eine... Scheiße, der löst ihn jetzt aus. Nein, aufpassen. Du bleibst schön stehen. Jetzt ist da hinten noch einer, der... Du siehst aber durch so ein anderes Symbol, wenn sie auf dem Weg zum Alarm sind. Er will einfach nur mal in die Ecke gucken. Na gut. Wo bin ich jetzt hierher gekommen oder bin ich daher gekommen? Ne, da ist Redback, genau da hinten ist das Ziel. Das ist der Waldläufer, der uns da angezeigt wird. Und jetzt ist es wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir versuchen, irgendwie oben lang zu gehen. Eines Tages wird Lugpo über ganz Mittelerde herrschen.
Mittelerde. Okay, hier sind sehr viele jetzt da unten. Ich versuche einfach mal hier oben jetzt drüber zu kommen. Ja, toll, hat schon mal nicht geklappt. Er hat den Tag erwähnt, als Bruce eine seiner Launen hatte. Die dumme Marder hat dafür einen Ball gelassen. Alter, was macht er denn? So. Sehr gut. Alles in Ordnung. Ganz ruhig. 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 Kannst du gehen? Hab's nahm Drupat, Brustschlagbahn, Rachel nahm. Das heißt dann wohl ja. Okay, Waldläufer ist befreit, jetzt müssen wir noch Bruce stellen. Ich nehme an, du bist bereit, es zu beenden. Ich bin es auch. Es wird aber dringend Zeit jetzt. Total. Und dann, ich kündige schon mal an, wir werden danach ein kleines Voting nochmal machen in der Folge. Weil wir haben jetzt noch eine halbe Stunde etwa Zeit, wenn ihr möchtet, dass wir danach wieder zu den Kanon-Aufträgen zurückgehen und den Balrog verfolgen, dann votet bitte für A. Für B, dann versuchen wir in der Folge noch eine Festung einzunehmen, weil das halte ich zeitlich auch noch für machbar. Und ist natürlich auf lange Sicht auch wichtig. Und nachdem es dann letzte Folge nicht geklappt hat bei der einen, klappt es vielleicht heute. Also A für Kanan, B für eine neue Festungseroberung. Hey, was zum Henker machst du hier? Oh, Bruce ist aber jetzt ja 40. Das ist das, was ich vorhin sagte. Das springt dann, weil es eigentlich so gedacht ist, dass du es mehr über das Spiel verteilst. Vielleicht schaffen wir Bruce jetzt auch gar nicht. Ich habe nämlich auch wieder keine Pfeile mitgebracht. Aber schon mal gesehen, dass Bruce sich einfrieren lässt. Das ist immer schon mal sehr gut. Weil das spricht dafür, dass er auf jeden Fall dann auch für so eine Combo offen ist, wo er ein paar Treffer gleich hintereinander schlucken muss. Okay, da gibt's Pfeile. Okay, als das Subziel ist relativ weird. Ich soll auf ihm aufsitzen und mit ihm in die explosiven Fässer reiten. Ich glaube, das mache ich eher, wenn es sich anbietet. Okay, wir können ihn leider nicht mit Pfeilen treffen. Das ist schon mal sehr schade. Wie lässt er sich einfrieren? Durch so eine bestimmte Attacke, die ich hier machen kann. Ich hatte es eben auch, glaube ich, schon mal kurz. Habe ich zumindest gedacht. Leider schlägt er immer auf den Falschen, dann, wenn ich unter ihm durchgerutscht bin. Oh, Alter! Ja, easy. Ah. Okay, ich muss hinten mal kurz Waldläufer helfen, der ist nämlich gefallen. Oh, durch die Beine. Ja, das meinte ich, wenn du diesen Rutschmove machst. So, jetzt, ach genau, wenn ich ihn eingefroren habe, könnte ich theoretisch auf ihm reiten. Das mache ich jetzt, glaube ich, weil jetzt steht er hier direkt daneben gerade. Nice. Gut, das trifft leider auch Waldläufer in dem Fall, aber das müssen wir jetzt mal in Kauf nehmen. Ich spiele mich ab, aber das behalten wir jetzt einfach bei. Ah, shit, zu spät. So, wie viel haben wir ihm schon abgezogen? Die Hälfte? Kann man das dann irgendwo sehen? Ja, über seinem Kopf siehst du den Balken. Okay. Ja, das ist knapp die Hälfte. Komme ich hier hoch mit ihm oder nicht? Nee.
Und hier noch irgendwelche explosiven Fässer da drüben. Ach shit, zwar zu langsam, aber es ist trotzdem gut, dass er hier steht jetzt. Diese Fässer kann man besser nutzen. Ja, das stimmt. Ja, Hammer. Ja, das sieht sehr gut aus. Okay, jetzt noch eine Hinrichtung, jetzt ist er gebrochen. Und jetzt kommt nämlich das, was für ihn schlimmer als der Tod sein wird. Ja, noch nicht. Einmal kurz die abwehren hier. Komm. So. Das ist nämlich das Einzige, was wir mit ihm machen können. Tötet mich! Bringt es zu Ende! Nein! Waldläufer! Komm her, du großer Nardu! Gitorum du Rakutun Ro, Balanu. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Pagnak, Jambers Nusaida, Bustan Karikan. Es ist fast, als würde er sprechen. Danke, Waldläufer, Grabwandler. Nein, danke, heller Herrscher. Wir sind quitt. Ich will die Festung nicht. Ich will die Festung nicht. Ich will die Festung nicht. Ist das Bruce? Du hast ihn gebrochen. Ich will die Festung nicht. Ich will. Lieber würde ich sterben, als so zu leben. Darum geht es. Komm, Waldläufer. Lass uns verschwinden. Davon bekomme ich Albträume. Also Redback doch ein guter. Du bist grausam, Grabwandler. Jetzt weiß jeder Ork in Mordor, dass es nichts bringt, uns herauszufordern. Ich will die Festung nicht. Ich wollte sie nicht. Wir haben eine weitere Questserie abgeschlossen im Spiel und jetzt fällt mir gerade auch wieder ein, dass wir vor 5 Minuten ja zu einem Voting aufgerufen hatten. Ich würde einmal die Regie jetzt bitten, uns zu verraten, wie das Voting ausgegangen ist, ob A oder B gewonnen hat. A mit 76% für A tatsächlich. Okay. Das waren die Kanan-Aufträge, richtig? Ich glaube schon. Ich glaube auch. Ja. Wir haben eine neue Verbesserung dadurch freigeschaltet. Das bedeutet, wenn wir jetzt einen Hauptmann beschämen, können wir sein Level sehr viel mehr senken dadurch. Und es besteht die Chance, dass er verrückt wird. Das heißt, dann ist er eigentlich, dann ist er eigentlich keine Gefahr mehr wirklich, weil dadurch wird er nochmal sehr viel schwächer. Weil ich gerade gelesen habe, es gibt unten verrückt noch wahnsinnig und dann wird er wieder stärker. What? Das heißt, okay. Es ist ein Gamble. Wir sind Level 35 mittlerweile. Gucken mal. Jetzt habe ich das falsche Menü aufgerufen. So, jetzt Fähigkeit freischalten. Wir haben nochmal 2 Fähigkeitenpunkte. Wir haben mittlerweile fast auch überall schon so eine Zusatz, so ein Modifikator drin. Genau das hier wollte ich gerne nochmal machen. Du kannst dann quasi noch schneller dich bewegen mit so einer Art Kurzteleport. Das erwerbe ich jetzt einmal. Und hier, gut, Vergift macht man wirklich selten. Das hier machen wir nochmal. Aufzehren bei. Oh, hier schreibt jemand das erste Mal, dass ich Mitleid mit einem Ork hatte. Ich fand das gerade auch nicht ohne. Ja, also sicherlich ist man auch nicht so der. Man ist schon auch ein grausamer Held auf jeden Fall. Ich meine, das ganze Spiel ist darauf aufgebaut, Leute zu beherrschen, zu töten und zu unterwerfen. Aber ich finde, wenn es einer verdient hat, dann war es Bruce. Das ist richtig. Okay, wir wollen uns. Hier wird es eh noch nicht weitergehen. Belagerung haben wir jetzt ausgeschlossen. Das heißt, wir sind eh in der richtigen Region jetzt schon. Oder wo sind wir jetzt gerade? Sind wir nicht in Serigost? Nee, sind wir nicht. Dann reisen wir einmal darüber. Uns kommt die Quest Gefrorene Flamme. Für dich nochmal, Ilias, zur Auffrischung. Das ist eine
Das gehört eher so ein bisschen übernatürliche Elemente. Es gab da einen Nekromanten, der hat quasi mit seinen Gefolgsleuten einen Balrog beschworen aus den Tiefen der Hölle, der dann aufgestiegen ist. Und wir haben uns mit Kanan verbrüdert. Kanan ist so die Personifizierung der Natur und der Kräfte der Natur, haben gegen den Balrog gekämpft. Das ist die Szene aus dem Recap vorhin. Der Balrog hat dann scheinbar Kanan zerstört, ist dann aber weggelaufen. Und wir nehmen jetzt die Verfolgung auf, weil wir natürlich so einen Balrog nicht frei rumlaufen lassen möchten. Verstehe. Und jetzt, ich glaube, dass, also so wie die Quest formuliert ist, dass wir ihn zurück in die Tiefen schicken sollen, kommt jetzt auch schon direkt die Auflösung dieses Konflikts mit dem Balrog. Und dann müssen wir danach noch gucken, wer ist eigentlich dieser Nekromant, der die ganzen Kreaturen da zum Leben erweckt. Der Balrog wird Mittelerde verschlingen, wenn wir ihn nicht aufhalten. Keine leichte Aufgabe. Doch mit wir haben das schon das eine oder andere Mal erwähnt, schaffen. Aber ich finde die Set-Pieces echt, echt gut und hübsch. Ja, die Welt ist auf jeden Fall schön. Also ich sage auch mal, was hier auch an Momenten drin ist, an großen Schlachten oder an Kreaturen und so. Wenn ich das, als damals die Herr-der-Ringe-Filme aktuell waren, war ich so ein mega Fan. Mhm. Und ich habe auch diese Spiele verschlungen. Es gab ja damals diese Trilogie, die auch diese die Spiele zu so Action-Adventures oder mehr eigentlich Action-Spielen umgestrickt hat, wo man so Schlüsselmomente nachgespielt hat. Und das habe ich total gut in Erinnerung, weil wenn du es jetzt anschauen würdest, dann ist es einfach auch nicht mehr so geil. Und das für so ein Spiel wie hier, was solche Schauwerte einfach hat, das ist schon echt verrückt, was da mittlerweile geht. Auch ein bisschen Horizon Zero Dawn-Vibe alles. Ja, stimmt. So, für 27.000 Erfahrungspunkte stellen wir uns jetzt dem Balrog entgegen. Oh, geil. Targoroth beschmutzt Himmel und Erde, pflügt einen flammenden Pfad. Eile, eile, eile! Er wütet durch das Land, Asche auf seinem Pfad. Oh, das finde ich cool. Targoroth wird nicht schwer zu finden sein. Wo ist denn die Spur? Ach so, klar, die Flammenfüße. Jetzt reite ich, glaube ich, in die falsche Richtung. Alles brennt. Aber jetzt schreibt Leon, dass du anscheinend die Fähigkeit Schlimmer als der Tod hast und so sie aktivieren kannst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie bewirkt. Das ist das, was ich eben erläutert hatte, dieses, dass du, wenn du Leute beschämst, dass sie viel mehr Level verlieren. Okay. Alles klar. Aber das würde ich dann halt nutzen, wenn wir nochmal an eine Stelle kommen, wo wir wirklich mit sehr vielen höherleveligen Orks konfrontiert sind, die wir sonst nicht bekehren können. Dann kannst du die halt erst absenken und kannst sie beim nächsten Treffen dann übernehmen. Okay. Er muss begraben, zurück in die Tiefen verbannt werden. Das Vieh erinnert mich ein bisschen an den Neck übrigens, ich weiß nicht warum. Ja, das überhöre ich jetzt einfach. Du bist nicht so ein Fan, ne? Nee. Oh, shit. Bin ich irgendwo mal falsch abgebogen eben. Wird das auf der Map nicht angezeigt? Doch, sind diese. Eigentlich sind es diese grünen. Ah ja. Spuren. Nein, er ist umgekehrt. Oh, ach, das ist die Stelle, okay. Das ist jetzt der Crash Bandicoot-Moment. Irgendwas mache ich gerade falsch. Ach so, okay, jetzt verstehe ich's. Steht auch oben in der Ecke. Ah, das ist aber schade, dass es oben steht. Das hättest du doch auch so herausgefunden, oder? Ja, wahrscheinlich schon, aber ich fand die Perspektive gerade so komisch, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie das funktioniert, jetzt mit Pfeil und Bogen zu schießen. Wir fliehen!
Also will ich einen epischen Kampf haben. Das, dein Wunsch wird dir, glaube ich, gewährt. Nice. Was hat er gesagt? Spielt es eine Rolle? Ich glaube, was ich hier mache, bringt gerade gar nichts. Aber ich muss kurz drüber nachdenken, wie wir ihn jetzt besiegen können. In der einen Mission war es so, dass man ihn in den Rücken schießen konnte. Bin ich jetzt tot? Das war ein One-Hit. Wow, okay, ich bin direkt tot gegangen. Das ist zum Glück, glaube ich, eine dieser Missionen, die jetzt nicht die Welt verändert, im Sinne von, da werden jetzt wieder Orks auf dem Map rumgeschoben, sondern es ist eine klassische Retry. Wir können den Kampf einfach nochmal machen. Okay. Da haben aber auch schon ein paar Leute geschrieben, dass die Mission tatsächlich etwas anstrengend sein könnte. Ich auch gerade gelesen. Von daher vielleicht mal schauen, wenn du nicht ready bist. Aber hier wird auch logischerweise auch geschrieben, dass das Feuervieh über Eis läuft, aber nichts passiert. Ist vielleicht sehr dick zugefroren, ist vielleicht sehr kalt in Mordor im Oktober. Das kann natürlich auch sein. Sag mal. Er hat mich schon wieder so gut wie tot. Was muss ich denn machen? Bin ich irgendwie. Stehe ich gerade total am Schlauch? Was wird denn da angezeigt? Ach, das ist einfach nur er. Also es gibt keinen hervorgehobenen Trefferpunkt oder irgendwas. Hast du mal seinen Rücken gecheckt? Funktioniert nicht. Jetzt bin ich schon wieder tot. Und seine Brust leuchtet auch immer so auf, wenn er dich angreift. Du musst es mal gucken. Ansonsten ist der Chat natürlich... Im Chat weiß es bestimmt jemand. Jemand, den am ehesten besiegt. Ich habe aber auch... Ja, hier schreibt jemand seine Brust. Die leuchtet nämlich immer so auf, wenn er dich angreift. Einfach nur im Kreis laufen, sagt Captain Baumforst, das gefällt mir. Seine Brust geht auf, wenn er springt. Oh, jetzt ist Fabian sauer. Es gibt einfach alles. Es dauert noch sehr lange, bis ich sauer werde. Ich werde dann sauer, wenn ich gleich sage, dass das Item um 18 Uhr bei uns einfach ausfällt, damit ich hier noch den Balrog besiegen kann. Okay, man muss einfach erstmal ein bisschen wegrollen. Oh. Wir bringen Licht ins Dunkel! Ein Ende dem Feuer! Okay, du musst wieder bleiben. Alles andere ist Quatsch. Geil. Geil. Okay, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Stammt einer anderen Welt. Jetzt liegt es an uns, Talion. Hör ich das Vieh denn? Es funktioniert nicht! Muss auf jeden Fall L2 drücken. Uiuiui, richtig irgendwas an. Ich glaube, du musst dann okay. X drücken. Alter, ich muss irgendwie viel weiter runterkommen. Das hat schon mal alles nicht geklappt. Hey, was ist das? Ich blick die Steuerung irgendwie nicht. So immer invertiert, oder? Wenn du in der Luft bist. Ja, aber es ist trotzdem ganz komisch. Okay, X ist schon mal Flügel schlagen. Wird er automatisch angreifbar, wenn er das ein paar Mal gemacht hat, oder muss ich ihn vorher trotzdem treffen? Ich glaube, du musst ihn erstmal ein bisschen anknuspern. Anknuspern? Mhm. Aber so nicht. Ah, jetzt ist er, glaube ich, angreifbar. Ich glaube, dann würde mir wieder ein Symbol unten angezeigt werden. Ich habe, glaube ich, einfach einen sehr blöden Winkel die ganze Zeit. Jetzt, warum auch immer. Oh Gott, oh Gott. Sehr gut. Ich hoffe, dass er einfach klassischen Videospielkonventionen folgt und nach dreimal einfach liegen bleibt. Wobei, so wie ich die Energieanzeige lese, müssen wir ihn, glaube ich, eher fünfmal treffen. Ja. So wie es auch aussieht, musst du ständig ausweichen. Das
also eher weniger schlagen, aber dann verstehe ich nicht, warum man dir den Angriff gibt. Ich kann auch gar nicht angreifen, also eben habe ich ihn, glaube ich, auch nicht getroffen. Ah, du hast dieses Subziel, dass du ihn dreimal mit deinem Eisstoß... Ja, wobei ich gar nicht genau weiß, was der Eisstoß ist, das ist, glaube ich, nochmal was anderes. Ja? Vielleicht wird er deswegen angreifbar, weil er selber das Eis unter sich zerstört. Genau, und deswegen. Das meine ich, dass du ihn einfach ausweichen musst. Ja. Und du dann einfach abwartest. So. Aber der Chat schreibt auch, dass du, dir, dass du das Eis um ihn erhitzen musst. Aber ich kann doch gar kein Feuer, ich kann doch nur Eis spucken. Ich kann kein Feuer spucken. Ich kann das tatsächlich nicht so genau interpretieren, was das ist. Das ist Eis, das heißt ja auch Frostatem. Ah, okay. Ja, aber ich meine, wenn er sowieso sich immer selber wieder angreifbar macht, muss ich jetzt gar nicht groß Risiko eingehen. Ich glaube, das meinen sie aber auch. Oh, komm. Komm, komm, komm. Jetzt. Ich glaube, wir haben's. Das erinnert mich an irgendwas anderes, aber ich weiß nicht genau was, an irgendeinen Film oder so. Schöne Game of Thrones Spoiler im Chat gerade. Ja, das war doch ganz nett. Ja, Mann, Ilias, jetzt haben wir schon eine. Wir haben die komplette Bruce-Reihe abgeschlossen. Wir haben den Balrog gelegt. Wir können uns jetzt weiter hier noch damit beschäftigen und der Sache um den Nekromanten auf den Grund gehen. Ich glaube, das können wir auch machen. Und ihr, liebe Zuschauer, könnt euch für morgen schon mal überlegen, ob wir dann weiter uns dem noch widmen oder ob wir wieder zu den Belagerungen zurückgehen. Für den Moment bleiben wir nochmal hier, müssen dafür wieder nach Nurn zurück in unser Startgebiet und gucken mal, was es da noch gibt. Ich glaube, das sind noch so ungefähr 7 Quest oder Unterquest, die jetzt da in dieser Reihe noch kommen, ist zum Aufleveln auf jeden Fall gut. Also es schadet uns nicht, das jetzt noch zu machen. Mhm. Oh Mann, oh Mann. Sehr viele Eindrücke. Das Spiel wirft dich ständig mit irgendwelchen Sachen zu. Ja, da ist sehr viel Input drin. Mhm. Okay, ach komm, ich lauf da jetzt mal hin. Die 1000 Fuß. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Der Waldläufer! Nicht daher! Also mittlerweile geht das auch super schnell. Ne? Das hat am Anfang länger gedauert, dieses Übernehmen. Das habe ich auch quasi aufgepowert, dass es dann schneller geht. Sind Leute von mir komischerweise. Stank im Wind. Ich glaube, sowas gab es im ersten Teil tatsächlich gar nicht. Sowas, was so nach einem richtigen Wald oder sowas aussah. Das ist nett, Ben, aber ich möchte keine Banane jetzt. Aber Schokolade würde ich wohl nehmen. Bananen schon? Krass. Würde ich auch gern. Okay, wir sollen den Grund für den buchstäblichen Gestank hier im Wald untersuchen. Das machen wir einmal. Der Drache gerade sah auch sehr waldig aus. Ach, guck mal, wie geil. Ben holt uns wirklich Trauben. Ben ist auch ein guter Mensch. Das ist Ben. Du hast viel geopfert. Vielen Dank, voll geil. Dankeschön. Wir essen es natürlich professionell off-air dann, ne? Mhm. Vor langer Zeit
begraben wird Thargoroth von Karnen in Schicksalsschatten. Doch dann ward mein Wald zerstört, meine Brut vertrieben. Nun wieder sind Flammen gelöscht, ertränkt in Eis. Und aus dem Verfall blüht Leben. Der Kreis ist ungebrochen. Da war ein Uruk in Gorgoroth. Dieser Zog. Fänger von Thargoroth, er. Todesamme. Erweckte Thargoroth, erweckte Orklinge. Ein Nekromant. Er ist neu. Orkmagie liegt in der Luft. Durchtrieben er, hinterlistig, erheben sich wie Flutwasser. Verderbt. Verderbt vom Tod. Sie kommen euch holen. Wir finden ihn und ehren dein Opfer. Das ist ein Versprechen. Bannet die Fäulnis oder macht sie zu Staub. Verdorben ist das Land. Verflucht ist der Schöpfer. So, wir haben ein paar Infos bekommen über den Nekromanten, der da unterwegs ist, und auf den haben wir es jetzt angelegt. Der Todesflüsterer ist hier. Fand das gerade echt gut? Ja, das ist eine schöne Questreihe. Vor allem war die Synchro auch schön, fand ich. Mhm. So gut gemacht. Er ist ein gepeinigtes Biest. Klinge zu Fleisch, auf das es endet. All unsere Mühen waren vergebens, wenn Sauron die Toten erweckt. Dieser Sock kann nicht weit sein. Genau, es geht darum, dass wir jetzt feststellen, das hier genau, das hast du eben schon mal angesprochen, dieses Thema. Es wird jetzt hier so ein bisschen beleuchtet, wie das sein kann, dass tote Orks quasi wieder zum Leben erweckt werden. Du siehst es auch in deren Augen, dass die quasi schon mal tot waren und jetzt sowas wie Zombies dann sind. Das Gute ist, du kannst sie genauso töten wie lebende Orks. Verstehe. Dort. Wir müssen die Nekromanten Totems reinwaschen. Nur so setzen wir dem Ritual ein Ende. Wir müssen diese Plage auslöschen. Nah und immer näher. Wofür braucht man einen Balrog, wenn man Untote hat? Wenn ein Balrog. Mir fragt lustigerweise jemand, was ist das? Das von den Batman-Machern ist. Nicht derselbe Entwickler, aber derselbe Publisher, ne? Ja. Und ich habe dich lange beobachtet. Du bist die Inspiration für all das. Womit sollte man einen untoten Menschen besser bezwingen, als mit einer Legion untoter Orks? Genau, gegen Zog haben wir in einer der Vorfolgen auch schon mal gekämpft. Er hat sich dann aber der gerechten Strafe entzogen, damit einfach die Questreihe nicht vorab dann endet. Ich glaube, es kann sein, dass ich hier erst dieses Totem jetzt irgendwie zerlegen oder reinigen muss, dass sonst ständig Gegner nachspawnen. Ach, shit. Ja, komm. Sehr gut. Du bekämpfst nicht uns, Waldläufer. Du bekämpfst die Zukunft. Die Toten beanspruchen Mordor für sich. Und nicht einmal du kannst uns aufhalten. Oh, es kommt noch viel auf dich zu. So, jetzt macht er sich nämlich gleich vom Acker. Hm. Ja!
Ich würde aber auch echt gerne mal wieder neues Batman spielen. Allein schon wegen des Kampfsystems. Ja, es war schon ganz cool. Wobei eigentlich das letzte... Das Arkham Knight war Knight, ne? Oder ja, genau. Noch mal? Ich fand das zwar auch cool, aber... Ja, das Rumfahren und so hat mir alles nicht so getaugt. Ja, vor allem war es halt wieder so... Es war so voll. Ich mag es nicht, wenn die Spiele so voll ist, voll sind und dir ständig irgendwelchen belanglosen Kram immer zu schieben. Mhm. Aber das eigentliche Spiel fand ich schön atmosphärisch. Ich fand die Welt super geil. Ich fand selbst die Story fand ich cool. Hat mir Spaß gemacht. Ja, stimmt. Bloß ist dann bei sowas immer sehr viel Beschäftigungstherapie mit dabei. Auf jeden Fall. Das ist richtig. Ich würde sagen, es passt jetzt gerade zeitlich so schön. Wir haben den einen Teil dieser Quest abgeschlossen, haben jetzt zwei neue Aufgaben, was diese Kanan-Aufträge hier angeht. Die können wir morgen dann angehen. Einmal die Bogenschützen Morgoth sehe ich hier und von Gulen und Grauks. Das seht ihr morgen auch wieder mit Ilias und mit mir. Von daher vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Jetzt geben wir einmal ab an den Kollegen Dennis Richtarski. Mhm. Der übernimmt nämlich direkt das Live-Programm. Es gibt eine Runde mit Dungeons 3, einer Art modernem Dungeon Keeper, glaube ich, noch mit Elementen von ein paar anderen Spielen. Ein typisches Spiel, was perfekt geeignet ist für Dennis, der einem das sehr nahe bringen kann, wo andere Leute vielleicht sagen, hau mir ab mit diesem drögen PC-Spiel, sitzt Dennis dann da und stellt das vor. Danach, glaube ich, eine neue Folge bei der Binge und dann Nerds an Hertz, Halloween-Special, ganz toll. Und dann der Beanstag mit den Bohnen. Von daher vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, lieber Mittelerde. Bis morgen und tschüss. Ciao.